dass wir alle für Kelvin abarbeiten, sondern Kelvin hat uns ja seine Bereiche übertragen. Also die Fotografie und die Retusche, das geht ja jetzt halt voll an George und mich. Hallo Fotofreunde und willkommen in einem weiteren Interview. Diesmal habe ich mir den Christoph von Kelvin Hollywood gegriffen, quasi den Assistenten, der ja quasi auch die Abwechslung von Gabo Richter ist. Und wenn ihr euch, oder wenn ihr euch erinnert, ne, dann war es ja vor 2 Jahren der Gabo. Jetzt ist es diesmal der Christoph, der an meiner Seite sitzt als Assistent. Und Christoph, erste Frage, wie geht's dir denn eigentlich? Mir geht's super. Also ich habe eine gute Zeit hier auf der Fotokina. Wie ist der Eindruck für dich? Es ist viel. Es ist jede Menge los, Riesentrubel. Ja, aber ich genieße es voll, es macht mega Spaß. Man sieht endlich mal die ganzen Leute, die man sonst hier nicht sieht, weil man sich immer nur mit dem Handy unterhält eigentlich oder mit einer Kamera. Und jetzt kommen die mal und sagen, hey, schön, dass es dich gibt und danke und irgendwas, ist mega cool. Also. Hast du denn auch schon, also hast du jetzt, du hast ja sicherlich schon viel gesehen, weil ihr von A nach B immer gelaufen seid und so weiter und so fort. Konntest du dir aber selber auch irgendwie was, also was angucken, weiß ich, wie eine Kamera von Canon oder sonstiges? Ja, nee. Also wir haben mega viele Termine, sind gebucht in verschiedenen Hallen. Also wir rennen wirklich teilweise von A nach B, auch für Interviews dann und so weiter, wo überall geführt werden. Wir haben zwischendurch noch mal ein paar so Stunden, wo wir zu Sponsoren hingehen, zu neuen Partnern und schauen, dass irgendwie da was geht. Das schon, aber nicht so wegen neuen Produkten oder sowas, sondern eher wegen Kooperationen und Leute kennenlernen und ein bisschen quatschen und so. Also Netzwerken viel, ja. Okay, ich habe Gabo damals auch die Frage gestellt, wie ist denn das jetzt so als Assistent von Kelvin? Ja, Assistent bin ich eigentlich ja gar nicht mehr so richtig. Also ich bin noch Assistent, aber der George ist ja auch da, der ist ja auch noch eine Art Assistent. Also ich wurde als Assistent eingestellt. Mittlerweile mache ich aber auch ganz viel eigenes Zeugs. Ne? Also es ist nicht so, dass wir alle für Kelvin abarbeiten, sondern Kelvin hat uns ja seine Bereiche übertragen. Also die Fotografie und die Retusche, das geht ja jetzt halt voll an George und mich. Kelvin kümmert sich so ums Business und das heißt, ja, ich weiß auch gar nicht, ich werde oft gefragt, als was bist du jetzt eigentlich angestellt? Also ich glaube, es steht sogar noch Assistent drinnen, aber mittlerweile, ich bin selbstständig Trainer, ich bin selbstständig als Model, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, ich bin gebucht für Coachings, für Workshops, zu Seminaren in Firmen und so weiter, also da ist richtig was los bei uns, ja. Apropos YouTube-Channel, also falls ihr den noch nicht ausgecheckt habt, solltet ihr den jetzt auschecken, gibt es unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Also hast du dir gedacht, als du bei Kelvin angefangen hast, so, wenn der schon YouTube macht, muss ich auch YouTube machen, oder? Ich glaube, da wurde ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ich glaube, ich wurde ins kalte Wasser geworfen und so gesagt, ey, mach doch mal, ja, mach doch mal, probier doch mal. Mir war natürlich klar, wie ich mich bei Kelvin beworben habe, dass es da auch darum geht, in die Öffentlichkeit zu gehen und was zu präsentieren. So einen richtigen Plan, was ich machen soll, habe ich noch nicht. Ich habe das erste Jahr habe ich viel so Wochenvideos gemacht, so einen Einblick hinter die Kulissen im Unternehmen so ein bisschen. Das war mega viel Arbeit, ja, jede Woche ein Video fertigstellen und am Montag hochladen mit einer Internetleitung, ja, das oft auch nicht gegangen ist, ja. Und das heißt, ich habe das dann eingestellt so vor einem Jahr jetzt wieder. Und habe dann aber von Kelvin den CC-Podcast übernommen. Den führe ich jetzt, der hat jetzt gerade Sommerpause, aber im Herbst geht's wieder los. Und da ist tatsächlich jeden Mittwoch kommt ein Photoshop bzw. Lightroom oder irgendwas, was mit der Creative Cloud zu tun hat, da ein Tutorial raus. Und es kommt sowohl auf YouTube als auch im Podcast von iTunes. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert, auch ganz interessant. Also ist kostenloser Content. Und auch nicht nur von mir, ja, wenn er jetzt sagt, hey, ist zwar ganz cool, was er macht, aber nur den sein Gebabbel will ich auch nicht hören. Also ich hole mir doch immer Gäste, ja, also zum Beispiel Lasse Behnke oder mal die Nina Schnitzenbaumer oder der Ferdi. Kelvin steuert natürlich auch ab und zu noch was dazu. Aber das soll so ein bisschen Abwechslung sein. Demnächst kommen auch noch andere Gäste, also da ist viel in Planung. Aber auf jeden Fall jeden Mittwoch, 17 Uhr, kommt dann Video. Planung hört sich gut an. Was ist denn außerdem noch geplant? Also hast du für 2016 noch andere Pläne, die du dann selbst verfolgst, wie, ich weiß gar nicht, war das Anfang des Jahres oder letztes Jahr, dein Workshop Around Deutschland? Ja, letztes Jahr, nee, Anfang des Jahres, März glaube ich war es, habe ich eine Deutschlandtour gemacht, genau, da bin ich eine Woche lang von Stadt zu Stadt in Deutschland, hat einen Workshop gemacht, da kommt bestimmt wieder was. Im Moment fokussieren wir uns sehr stark auf die Fotoreisen, ja, auf unsere Bootcamps. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch. Da sind wir in der ganzen Welt unterwegs und machen uns eine geile Woche mit coolen Teilnehmern und coolen Bildern. Da ist so gerade ein bisschen der Fokus drauf.
Und natürlich weitermachen mit dem, was wir machen. Ne? Das besser machen, ausbauen, aber ganz viele Workshops wieder geben, jetzt gerade im Winter, ja, jetzt kommt die Zeit wieder. Und ja, was dann noch so alles kommt, ich lasse mich überraschen, mich überrollt es gerade ein bisschen, das kommt gerade alles vor meiner Planung eigentlich. Also wie jetzt mit der Photokina, ich durfte jetzt hier für Adobe präsentieren und habe mich mega gefreut über diesen einen Vortrag, ja, für Adobe, also das ist ja schon eine Hausnummer. Und bevor ich jetzt aber weiter planen konnte, haben sie mich direkt jetzt gefragt, ob ich am Sonntag nochmal kommen will. Ja, also das scheint ganz gut gelaufen zu sein und deswegen, ich bin mega geflasht von allem und genieße jetzt einfach, was gerade so auf mich zurollt. Aber wir sind auch dran, da immer was Neues wieder zu finden und neue Sachen auf die Beine zu stellen, also es wird nie ruhig. Okay, hast du eigentlich jetzt in den letzten Jahren, seitdem du halt selber auch fotografierst und Photoshopst und so weiter und so fort, ein bestimmtes Bild, was aus deinem Portfolio komplett heraussticht? Also gibt es da eins oder sagst du so, eigentlich sind alle Bilder, die ich gemacht habe, on the top? Ah ja, on the top nicht. Also ich siedel mich da immer noch ganz unten irgendwo an, wenn ich sehe schon alleine, was hier für Leute rumlaufen. Jetzt nicht nur von den bekannten Leuten, sondern auch Hobbyleute, die teilweise richtig geile Bilder machen. Wo ich dann auch oft sehr geflasht bin, muss ich sagen, sie schauen meine Tutorials dazu. Und ich denke, Alter, warum mache ich dann solche Bilder nicht? Bei mir ist es noch sehr gemischt alles. Ja, also mir macht alles mega Spaß und das ist auch das Geile in dem Job. Also ich habe die volle Möglichkeit, ich kann im Studio die Studiofotografie nutzen, ich bin auf den Reisen und fotografiere Landschaften, was ich mega geil finde. Ich gehe raus, treffe mich mit Modellen und mache da Shoots und so weiter, also das ist noch sehr breit gefächert und ich möchte mich auch gar nicht so festlegen, weil mir wirklich alles Spaß macht und ich habe noch nicht den Bedarf, mich irgendwo drauf zu spezialisieren. Okay, aber trotz alledem, jetzt muss ich kurz, ich muss ganz ehrlich sein, ich war gerade so geflasht von seinem, wie hast du gerade so schön gesagt, Gebabbel? Hast du Gebabbel gesagt vorhin? Dass ich jetzt wahrscheinlich überhört habe, Lieblingsfoto, habe ich das jetzt rausgehört? Ich habe kein Lieblingsfoto. Also mir gefallen. Doch, ich war mir gerade echt nicht sicher, ob du das so gesagt hast. Es ist ja immer so, dass einem das aktuelle Foto eigentlich immer am besten gefällt, bis man dann ein paar Monate später nochmal drauf schaut und dann doch wieder ein anderes eigentlich geiler findet. Deswegen kann mich da echt nicht festlegen. Also ich bin immer so ein. Gerade gefallen mir die, wo wir auf unserem Bootcamp in Schottland gemacht haben, extrem gut. Ja, das war eine geile Tour mit coolen Bildern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt dann im Januar aus Kapstadt zurückkomme, ist da wieder eins dabei, wo ich sage, nee, ey, das ist es. Und also. Ja, nice. Also da geht es mir natürlich ein bisschen anders. Ich habe ein Lieblingsfoto, das ist von mir selbst. Das muss ich jetzt mal hier offen und ehrlich zugeben. Das war ein Selfie, das habe ich bei mir zu Hause geschossen, kurz bevor ich meine Foto-News gemacht habe. Das feiere ich immer noch sehr, sehr stark. Das ist letztes Jahr irgendwann entstanden, glaube ich. Okay, gut, Spaß beiseite. Nein, also das ist von mir. Okay, letzte Frage, bevor du wieder zum Arbeiten gehst. Der Calvin wartet natürlich auch auf den Christoph. Ne, ist ja nicht so, als wenn Christoph hier den ganzen Tag jetzt einfach mal ein Interview mit dem Milo führen kann. Wenn jetzt jemand rausgeht vor die Tür mit der Kamera, einfach so, um irgendein Foto zu schießen, was würdest du dem raten? Aufs Licht achten. Also immer schauen, wo ist ein schönes Licht oder wo ist gut ausgeleuchtet oder irgendwas. Das ist ganz egal, was für eine Kamera du hast oder ob du, auch wenn du nur mit dem iPhone machst. Du kannst so geile Bilder machen, wenn du irgendwie aufs Licht achtest, wenn irgendwie die Sonne noch mit dem Spiel ist, da kommt ein ganz anderes Feeling rüber. Also das ist so ein Tipp. Schaut, dass irgendwie was mit Licht drin ist. Gerade im Social Media Bereich auch, die Bilder gehen viraler, sobald Lichtstimmung drin ist. Also das ist so ein kleiner Tipp. Und keine großen Gedanken machen, ja. Machen. Einfach machen. Man lernt immer weiter, ja. Egal wie gut oder wie schlecht man ist. Man lernt mit jedem Schuss, lernst du mehr. Deswegen machen. Und nie aufhören zu lernen. Ja. Beste Einstellung, die es gibt, machen. Einfach machen. Genau, das, so sehe ich das auch immer. Einfach machen. Und dann. Ich habe noch was. Ja. Keinen großen Kopf, ne. Also machen. Ich habe am Anfang, ich war der mega Perfektionist, wo ich angefangen habe. Ich hätte kein einziges Bild von mir gepostet. Aber so kommst du halt auch nicht weiter, weil du nie zufrieden bist. Ne? Also du musst einfach machen, mal raushauen. Ich kenne so viele, auch die teilweise bei mir ein Coaching machen, was sie sagen, nee, ich mache mir jetzt noch keine Facebook-Seite, weil ich habe ja erst 3 gute Bilder. Und scheißegal, machen, raus. Ja, du lernst nur und du entwickelst dich nur, indem du machst. Und wenn du nichts machst, dann bleibst du stehen. Und deswegen keinen großen Kopf machen und raus damit. Habt ihr gehört? Wichtig, machen und keinen Kopf machen. Genau die super Einstellung. So. Christoph, jetzt kannst du dich wieder frei bewegen. Jetzt sagt der Milo, hau rein, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die 10 Minuten Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch, übrigens heute ist immer noch Freitag.
Ich wünsche dir jetzt für Samstag und Sonntag noch viel Spaß und für Sonntag auch großes Publikum vor deinem nächsten Vortrag dann. Danke. Ist der auch wieder bei Adobia? Genau, der ist wieder. Aber nicht nochmal dasselbe Thema. Nee, es ist diesmal so eine Podiumsdiskussionssitzung, wo ich eingeladen bin und da wahrscheinlich auch so in der Art etwas interviewt werde. Also ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall danke. Und falls dir da draußen das Video gefallen haben sollte, dass der Christoph auch mal so ein paar Fragen beantwortet, was mir, glaube ich, in den letzten, seitdem ich ihn mal auf YouTube und so weiter und so fort gesehen habe, noch nie untergekommen ist, dass er irgendwie bei einem Interview dabei war. Nicht so wirklich, ja. Also nicht bei vielen. Noch nicht bei vielen. Von daher, falls dir dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch eventuell mit deinen Freunden, damit die auch sehen, was der Christoph so über die Fotokina hält, beziehungsweise was er so gesehen hat, was er so gemacht hat, dass er mit Calvin unterwegs war und so weiter und so fort. Vielleicht auch, um mal zu erfahren, dass der Christoph eigentlich gar nicht mehr Assistent ist, sondern schon eine Stufe höher steht, obwohl es im Vertrag noch so drin steht. Einfach teilen, raushauen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung gibt es alle Links zu Christoph und dann hier irgendwo nochmal zwei weitere Videos, die man sich angucken sollte. Und ansonsten auf jeden Fall wünschen wir dir für heute noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, macht's besser. Ciao, ciao. Viel Spaß. Ciao.